Kerstin. Hallo. In einer Woche geht's los zu den Olympischen Spielen. Wie fit fühlst du dich? Ja, also die Formkurve, die stieg jetzt eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf. Die Tour war schon mein erstes Highlight und da hatte ich auch schon ganz gute Ergebnisse. Und ich hoffe, dass jetzt noch ein bisschen noch was draufpacken konnte, jetzt auch im Training, fühle mich gut. Und ja, jetzt können die Olympischen Spiele kommen. Wir hatten nochmal Trainingslager in Riednau in Südtirol. Worauf lag da der Schwerpunkt? Was habt ihr da nochmal trainiert? Ja, also erstmal ein bisschen nochmal Grundlage, weil wir hatten jetzt doch viele Wettkämpfe bis eigentlich zur Tour hin, eigentlich jedes Wochenende, und erstmal ein bisschen Grundlage trainiert und jetzt auch noch schnelle Sachen, also schnelle Einheiten, dass wir wieder die Form oder dass wir noch ein bisschen bessere Form bekommen. Ihr hattet ja ziemlich viele Wettkämpfe, hast du gerade schon gesagt, viele Weltcups, sehr regelmäßig unterwegs. Wie kann man das denn oder kann man es überhaupt schaffen, dass man dann am Höhepunkt auch wirklich die Topform hat? Ja, man versucht es natürlich zu schaffen. Bei mir ist es eigentlich immer so, dass ich immer ein bisschen holprig in die Saison starte und dann auch zur Tour dann fit bin. Dann komme ich in ein kleines Loch und im Februar steigt dann die Formkurve dann wieder an und ich hoffe, dass diese auch so funktioniert. Weißt du denn schon, bei welchen Rennen du an den Start gehen wirst in Sochi? Also auf jeden Fall den ersten Wettkampf, den Pursuit, der ist am Samstag, und den 30 Kilometer. Und das andere, das wird dann noch entschieden, wie die Form ist und wie man sich fühlt. Und wo siehst du deine besten Chancen dann? Ja, natürlich möchte ich ein Teil der Staffel sein und da möchte man dann natürlich auch um eine Medaille mitzukämpfen. Also das ist eigentlich die größte Chance für uns, da eine Medaille zu holen. Kann man es denn auch schaffen, dass man den Wettkampf bei den Olympischen Spielen als ganz normalen Wettkampf sieht, oder ist das schon ein anderes Gefühl? Du kennst das ja jetzt schon von den Olympischen Spielen. Ja, also es sind zwar die gleichen Leute, alles da, aber es ist doch was Besonderes, weil Olympische Spiele sind nur alle 4 Jahre und da möchte man natürlich seine beste Form zeigen und ja, ist schon ein bisschen was anderes. Nimmst du denn auch einen Glücksbringer mit? Nee, Glücksbringer habe ich nicht. Nee, ich vertraue auf mich selber. Oder bestimmte Rituale, die du vor dem Start immer machst, jetzt vielleicht auch beim Weltcup? Nee, also ganz normalen Ablauf. Also nee, da mache ich jetzt eigentlich nichts Besonderes. Und kommen auch Familie oder Freunde mit nach Sochi? Ja, mein Vater, der wird gerne kommen, aber es ist ziemlich schwierig, einen Flug zu bekommen. Und ja, auch, ich glaube, ziemlich teuer. Also kommen leider keine, aber sie werden es am Fernsehen verfolgen. Ja. Kennst du die Strecken in Sochi denn schon, auf denen ihr laufen werdet? Ja, wir waren letztes Jahr schon dort, zu den Vorolympischen Spielen. Ja, und es war eigentlich alles mit dabei, also vom Schneefall bis Sonnenschein. Und auch die Strecken sind sehr abwechslungsreich, viele auch kurze Anstiege, aber auch lange Anstiege, was im Weltcup eigentlich gar nicht so der Fall ist, mit 8 Minuten, glaube ich, der längste. Und ja, erwartet uns schon sehr anspruchsvolle Strecken. Und kommt dir das eher entgegen vom Streckenprofil? Also letztes Jahr, wir hatten gutes Material damals und auch die Platzierungen waren auch richtig gut. Die Nicole war Dritte, ich Fünfte im Pursuit und das lässt dann auch hoffen auf gute Ergebnisse. Gibt es dann nochmal extra Ansporn, wenn man schon mal ein sehr gutes Rennen dort gemacht hat? Ja, auf alle Fälle. Also die Strecken, die liegen uns, haben wir schon gesehen und hoffen wir, dass es auch bei den Olympischen Spielen auch so aufgeht. Okay, dann viel Glück. Ja.